Marcel ist auf dem Weg zum Hundehaus, genauer gesagt zur Hunde-WG. In der Hunde-WG leben 18 Hunde. Seit 4 Jahren kümmert sich Sabrina Bock um die WG-Bewohner. Heißt du Molly? Du hast auch jeden Namen, gell? Hunde zu verstehen und mit ihnen zu trainieren, ist ihre große Leidenschaft. Ja, es ist unsere Hunde-WG. Und da sieht man auch schon, das WG-Leben spielt sich in der Küche ab, ne? Unter anderem, ja. Das ist unsere Futterküche. Da dürfen auch ältere Senioren und auch kleinere Hunde mit uns zusammen sein. Und auch unsere Privathunde sind da mit drin. Für die Hunde ist das ja ein enormer Gewinn. Ja. Das ist ja wirklich cool, dass ihr euch diese Arbeit macht. Aber es ist mit Sicherheit auch nicht ganz einfach. Vor allem am Anfang mal zu gucken, wenn ein neuer einzieht. Wer passt denn mit wem und wird das funktionieren? Wir müssen viel beobachten, kleinste Signale sehen, um dann eben zu entscheiden, ob das Ganze passt und ob die auch über Nacht wirklich zusammensitzen können. Also ihr legt wirklich einen großen Wert darauf, dass die Sozialkontakt untereinander haben? Ja, auf jeden Fall, weil es sehr wichtig ist, weil viele vereinsamen sonst oder fallen auch in Depressionen rein. Die brauchen ja Kontakt und soziale Zuwendung. Mischlingsrüde Loki braucht noch etwas anderes. Seine Vermittlungschancen stehen schlecht. Da sind die Vorbesitzer sehr überfordert gewesen mit ihm und sind sogar, weil er echt schlimm zugebissen hat, aus dem Fenster geklettert, um sich eben in Sicherheit zu bringen. Die haben Gott sei Dank im Erdgeschoss gewohnt, aber... Das heißt, das war auch der Abgabegrund, dass er unter anderem Beute im weitesten Sinne so aggressiv verteidigt, dass es wirklich gefährlich werden kann. Ja, auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Die Verletzungsabsicht ist da. Und wenn es ihm wichtig genug ist, dann macht er auch ernst. Super! Hat den Neuen direkt erkannt. Loki, Bank. Hey, Bank. Gut. Die dürfen erstmal aus dem Raum raus. Dann dürfen die hier erstmal hin und her laufen, um die erste Energie loszuwerden. Er hat auch für den normalen Spaziergang immer einen Maulkorb an. Mhm. Das heißt, er ist wirklich immer abgesichert. Ja, und sobald so ein Hund mal einen Maulkorb gut gewöhnt ist, ist das ja echt kein großer Akt mehr. Nee, überhaupt nicht. Sie tragen ihn dann auch gerne. Es ist nichts anderes wie ein Halsband oder ein Geschirr. Mhm. Dann komme ich mal raus zu dir. Ja, ich trau mich. So, Hase, dann gehen wir mal los, oder? Ja, ich folge euch. Jawohl.